Servus, meine liebe RJB Südklang Harmonika Freunde und herzlich willkommen bei heutigen Stream. Und zwar, ich habe jetzt schon in der letzten vier euch gezeigt, wie es bei mir auf der Harmonika Seminar war in der Untersteiermark. Und das freut mich riesig, den nächsten zwei Musikfreunde euch zu vorstellen. Quasi eigentlich sind drei, aber ich werde später erklären, warum zwei oder drei. Wurscht, egal. Es geht jetzt um die Musik. Und wie ihr wisst, ich habe bei mir in der Untersteiermark jetzt Ende August, Anfang September ein Harmonika-Seminar geführt. Nach der ganz neuen Ära und Methode. Ich habe ein Buch geschrieben. Das Buch wird in den nächsten zwei bis drei Wochen auf den Markt kommen. Da könnt ihr das kaufen. Noch besser ist, ich würde viele Workshops jetzt in Herbst und Winterzeit überall im deutschsprachigen Raum machen, auch in Holland. Und da könnt ihr vorbeikommen, mich persönlich kennenlernen, mit mir diskutieren und auch diesen Buch kaufen. Das ist jetzt nur eine provisorische Version, das haben wir jetzt mit Drucker ausgedruckt. Aber meine Lieben, da drin sind die Sachen, wo wir erst bei der 14. Kapitel steirische Harmonika in Hand nehmen. Von 19. Und ich habe schon bei der letzten Stream gesagt, ein Musikfreund, ein Teilnehmer, der das auf Seminar war, August aus Kärnten, hat zu mir gesagt, René, du bist 40 Jahre zu spät auf dem Markt mit diesem Buch gekommen, 30 Jahre Erfahrungen in der Musik, nicht nur Musik, ich stehe auch vor Kameras, ich moderiere eine von den berühmtesten Sendungen über die Oberkreide Musik in Slowenien. Dritte Sache, ich bin selber Harmonika-Erzeuger. Ich habe diese Musik auch im Blut und ich denke, ich könnte euch was Gutes geben, weil ich will, dass du, ich sage jetzt du, egal wer du mich jetzt schaust, dass du mit deiner Spielart weiterkommst. Da geht es jetzt nicht um die Geschäft, dass du bei mir Harmonika kaufst. Bei mir auf Seminars sind gewesen die Leute, die das gar nicht Südklang spielen. Weil für mich ist wichtig, so wie es jetzt momentan abläuft auf dem Markt, wisst ihr, was passiert ist? In Corona-Zeit ist der Geschäft gut gelaufen, besonders mit Online-Schulen, die das auf dem Markt sind. Nur von den Tausende und Tausende Harmonikaspieler, die das Steirische für 6.000, 7.000 Euro gekauft haben, die wollen jetzt viele verkaufen. eBay will haben, ist voll mit gebrauchten Steirische. Die haben 7.000 für Harmonika bezahlt, jetzt wollen die noch 5.500 haben. Wer zahlt das? Keine. Entschuldigung. Ich bin ehrlich zu euch. Ich sage, wie es ist. Und auf Endeffekt, warum wollen die verkaufen? Weil die haben jetzt 4 Jahre im Bildschirm oder 3 Jahre im Bildschirm geschaut, Abo bezahlt und alles und die könnten nie ein Lied richtig spielen. Jetzt haben keinen Spaß mehr zum Spielen. Ist leider so. Ich bin ehrlich. Ich sage ganz ehrlich, wie es ist. Und das ist nicht jetzt, dass ich der Mitbetreiber schimpfe. Ich habe überhaupt nichts gesagt, über welchen Mitbetreiber rede. Aber ich sage, wie die Lage auf dem Markt ist. Und so wie die Leute spielen, ich sage den Leuten, die das jetzt nicht spielen können, weil die kommen viele zu mir, die haben jetzt jahrelang im Bildschirm geschaut und jetzt haben verloren. Deswegen sage ich den Leuten, die das nach dem Online gelernt haben, sind verlorene Seelen. Entschuldigung, dass ich so sage, aber noch einmal, ich bin ehrlich. Aber jetzt gehen wir zu meinen zufriedenen Harmonika-Freunde, Teilnehmer, die das zu mir gekommen sind. Und denen hat wirklich Spaß gemacht. Ich muss sagen, ich habe mich richtig bemüht, dass die da das Beste bekommen habt bei mir in Untersteiermark. Und dass wir Steirische tatsächlich mit Herz und Gefühl gespielt haben. Und der nächste Harmonika-Freund ist der Christian, kommt aus der Steiermark und ich würde nicht viel erzählen, das sollte Christian erzählen, wie es bei mir gewesen ist und dann schauen wir mal, was er gespielt hat. Er hat ein Lied gespielt von alten Oberkreiner zusammen mit meiner Untersteirer. Ich bin heuer schon das zweite Mal beim Seminar von René. Ich möchte mich recht herzlich bedanken beim René, seiner ganzen Familie, bei der Anja, beim Robert Zupan, weil das Seminar ist einfach perfekt. Es ist nicht nur technisches Lernen, sondern auch Spielen mit Gefühl. Also es gibt nur eins, und zwar Südklang und René Brille.
macht deine Seele frei. Postala pravi hit, tako da jo Avstrijci, Nemci vsi špilajo. Jaz sem vesel, da smo mi bili prvi, ko smo to posledali za to. Kristjan, pride ti Mein Lied, Lufje in Gestega. Oh.
gewaltig. Christian spielt schon gewaltig. Er war schon 2021 bei mir auf Seminar. Und in der Zeit, der hat die Vorschritte gemacht, wo ich nur, ganz ehrlich, nur, ich habe nur geschaut. Der war super. In den 2 Jahren, der war fleißig beim Üben und so. Und er hat die Tipps und Tricks, was ich ihm immer wieder erzählt habe, hat er ganz ernst genommen. Und das merkt man, wie er spielt. Da habt ihr ein Video gehört, der hat 2 Lieder gespielt, weil das war mein Wunsch, dass er mein Lied, die Lied von uns, von die Untersteirer, dass er auch noch spielt. Da brauche ich nicht Harmonika spielen und ich habe nur gesungen. Und ja, deswegen habe ich das jetzt alle 2 Videos laufen lassen. Und er macht alles richtig. Eigentlich, er macht genau so, wie ich in dem Buch geschrieben habe, meine Lieben. Und dieses Buch musst ihr haben. Eigentlich ist es eine Pflicht, den Buch zu haben, aber bei den nächsten Videos quasi, jetzt werden die nächsten 2 Teilnehmer vorstellen. Aber bei nächsten Videos, nächste Woche oder ein paar Tage, was da rauskommt, werde ich ein bisschen mehr schon vom Buch erzählen. Gehen wir jetzt lieber zu Harmonikaspielern, zu Teilnehmern, die das zu mir gekommen sind. Und zwar habe ich auch einen Christian, aber er kommt aus Ingolstadt und der Silvia ist der Freundin, Frau von ihm, Gattin. Und Christian spielt Steirische, Silvia spielt Gitarre. Und ja, wir haben dann so geprobt, dass der quasi auch mein Fritze Gitarrist aus der Gruppe ausgestiegen ist und hat Silvia Gitarre gespielt. Auf alle Fälle, solche Sachen machen wir auch. Wenn ihr zu mir aufs Seminar kommt, könnt ihr auch Trompete, Klarinette spielen, Bariton. Wir zeigen euch alles, weil wir haben das im Blut, diese oberkleine Musik. Und dass ich nicht jetzt so viel rede, würde ich euch zeigen oder zuerst Videos laufen lassen, was der Christian und Silvia über das Seminar gesagt haben. Und danach spielen für euch ein wunderschöner Polka von Original Oberkreiner auf der Autobahn. Ja, das Seminar, das kann man bloß empfehlen. Sogar als langjähriger Harmonikaspieler kann man noch ganz viel dazu lernen. Und wer halt die Oberkreiner Musik mag, dann muss man halt da runterfahren. Wächst der Kultur und wächst der René. Ich war dabei mit meinem Mann, der spielt Steirische, ich spiele keine, dafür Gitarre und mir hat es einen riesen Spaß gemacht und ich kann an jeden nur empfehlen, mit seiner Gitarre da dazu zu spielen, weil da ist man einfach der King unter den ganzen Steirischen.
das waren jetzt Silvia und Christian auf der Autobahn aus Ingolstadt und ja, gewaltig, haben sie gesehen. Es geht alles, wenn Mensch es will, es geht alles. Er muss nur zum richtigen Lehrer kommen. Ja, meine Lieben, eine Sendung haben wir noch, ein Teilnehmer haben wir noch zum Zeigen, aber nach dem Sendung, die kommt dann in den nächsten paar Tagen raus, würde ich auch ein bisschen mehr erzählen von meinem Buch, was ich da reingeschrieben habe. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute und vergisst ihr nicht, spielt eure steirische Bitte mit Herz und Gefühl. Wenn ihr Probleme habt, dann muss zu mir kommen. Ich bin der Doktor für solche Sachen, Arzt. Und da werden wir sehr viel zuerst diskutieren, bevor wir zum steirischen Spielen kommen. Ist so. Es kann auch sein, dass ich nach dem, was ich tue und mache, immer wieder mehr die Mitbetreiber auf den Markt kommen und die wollen dasselbe machen. Aber ich sage euch ganz ehrlich, wir haben das bis jetzt nicht gemacht. Alles, was die jetzt nach dem, weil die schauen mich alle an, was ich tue und mache, ja, ist so. Ein bisschen Stolz muss man haben. Gesunde Frechheit, Stolz. Das machen die nur, weil die eine, das alles, was die falsch bis jetzt gemacht haben, die wollen jetzt quasi das ändern. Aber es geht nicht. Wenn die bis jetzt nicht ehrlich gewesen sind, geht auch jetzt nicht. Deswegen bitte Augen aufmachen, mit euer Kopf denken und Herz zuhören. Spielt eure steirische Bitte mit Herz und Gefühl und wir sehen uns bald wieder. Schon in ein paar Tagen mit den letzten Teilnehmern und ein bisschen mehr Infos über dem Buch. Alles Gute, vergiss ja nicht, R&B Südklang macht deine Seele frei. Tschüss, Vierti Papa.